Ja, und damit herzlich willkommen auf dem Kanal Joscho. Ja, ihr habt gesehen, das so hat meine Fernsehecke im Schlafzimmer vorher ausgesehen und ich habe es ein bisschen umgeräumt. Und da ist mir dann erst durch ein Vorhis 81 seine Geschenke mir die Idee gekommen, ich könnte unter meinem Schlafzimmerfernseher eine Retro-Ecke 2 einrichten. Und ja, so habe ich das dann auch gemacht. Gleich kommt ein Video, kurzes Video, kleiner Einspieler, wie es jetzt da aussieht. Es ist dunkel mit Beleuchtung, also man sieht nicht alles. Es kommt definitiv in der Overview, kommt da nochmal was, dass ihr seht, wie es jetzt richtig aussieht. Bloß da ist es ein bisschen mit Farbe, mit der Hintergrundbeleuchtung ein bisschen in Szene gesetzt. Da seht ihr die Spiele und die Konsolen noch nicht so richtig gut, aber jo. Dann dürft ihr euch das mal angucken. Und dann verabschiede ich mich leider jetzt schon wieder. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Ich finde es irgendwie trotzdem cool, wie ich das dann gemacht habe. Und kleinen Satz sage ich dann noch. Ja, und da habt ihr es ja gesehen, meinen Fernseher jetzt auf die 2 Regalteile gestellt, Hintergrundbeleuchtung gemacht. Die oberste Reihe hatte ich meine Retro-Konsolen, die, wo ich öfters benutze, also ja, so oft benutze ich sie ja nicht, aber die ich öfters benutze, hingestellt und habe jetzt unten noch Körper dazu gekauft und da kommt ein bisschen was verstauen noch und ja, ich finde es recht geil. Gefällt mir. Jo, das soll es dann leider auch schon wieder gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr es vorher besser fandet, wie ob es euch jetzt besser gefällt. Würde mich interessieren und dann, ja, ist das schon wieder das Ende vom Video. War nur ganz kurz heute, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, haut rein, Servus und bis zum nächsten Mal.